Heiße Küsse in der Nacht, in der Nacht. Und wenn die Liebe dann erwacht, Señores, Señores, oh wie schön, oh wie schön, oh wie schön. Küsse in der Nacht, in der Nacht. Tausend heiße Küsse in der Nacht, in der Nacht. Die haben glücklich mich gemacht, Señores, Señores. Und er sagt, ach manchen na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ich sag zu Liebe ja 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 ja, dazu ist sie ja da. Küsse in der Nacht, in der Nacht. Tausend heiße Küsse in der Nacht, in der Nacht. Und wenn die Liebe dann erwacht, Señores, Señores, oh wie schön. Oh, wie schön. Küsse in der Nacht, in der Nacht. Tausend heiße Küsse in der Nacht, in der Nacht. Und wenn die Liebe dann erwacht, Señorita, Señorita. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Küsse in der Nacht, in der Nacht. Tausend heiße Küsse in der Nacht, in der Nacht. Sie haben glücklich mich gemacht, Señorita, Señorita. Oh, wie schön, oh, wie schön, oh, wie schön. Und sag auch manche na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ich sag du lieber ja 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 ja, dazu ist sie ja da. Küsse na na, in der Nacht. Also Küsse in der Nacht, in der Nacht. Und wenn die Liebe dann erwacht, Señorita, Señorita. Oh, wie schön, oh, wie schön, oh, wie schön. Wie
Guten Abend, Fräulein Barbara. Wer ist denn das? Das ist der Kellner Pedro. Ich glaube, er ist immer mal verliebt. Und das dort ist Don Alvarez. Er ist Mamas Geschäftspartner und der Mitinhaber des Hotels. Aber doch nicht jetzt, Gabrielo. Haben Sie Blumen für Frau Lahm besorgt? Ja. Alle sind in Mama verliebt. Er auch. Ich nicht. Ich bin in dich verliebt. Wenn Sie die Weine innerhalb einer Woche in Hamburg übergeben, bedeutet das 120.000 Dollar auf den Tisch des Hauses. Nicht übel, dieser Tisch des Hauses. Wenn Sie aber nicht übergeben, bedeutet das... Das Begräbnis von Don Alvarez. Trinken wir doch lieber auf den Tisch des Hauses. Salute, Signores. Salute. Salute. Wo bleibt der Tequila? Schon unterwegs, Don Alvarez. Sie? Was machen Sie schon wieder hier? Ich bringe den Tequila. Sie gehen mir langsam auf die Nerven. Und wo ist der Barkenner? Ist plötzlich erkrankt. Blinddarmentzündung. Blinddarmentzündung? Ja. Hat sich vom Zimmerkellner angesteckt. Verschwinden Sie! Ich muss die Flasche erst öffnen. Das machen wir selbst. Interessanter Flaschenöffner. Aber es gibt praktischere. Darf ich mal sehen? Scheren Sie sich zum Teufel! Nach Ihnen, Don Alvarez. Auf Ihr Begräbnis, Don Alvarez. Salute. Salute. Was war das? Don Alvarez, Freunde, probieren einen neuen Flaschenöffner aus. Sind das wieder die drei grässlichen Kerle? Die Kindermädchen sehen die nicht gerade aus. Die sind wir gleich los. Guten Abend, meine Herren. Bleiben Sie ruhig sitzen. Die Herren sind etwas schüchtern. Man sieht es Ihnen an. Ich wollte nur mal sehen, ob ein Kopf unter dem Hütchen ist. Haben Sie Angst, sich zu erkälten? Übrigens haben wir eine kleine Razzie im Hause. Polizei. Die Polizei hat es nicht gern, wenn Zivilisten bewaffnet sind. Und ich auch nicht. Vielen Dank, meine Herren. Wenn Sie jetzt gehen wollen, ich halte Sie nicht zurück. Bitte sagen Sie den Herren, Sie sollen Ihre Revolver das nächste Mal in der Garderobe abgeben. Sonst kommt wirklich einmal die Polizei. Vorsicht! Sie kommt nicht, verschwinden Sie! Die Senora liebt keine Überraschungen. Ihr müsst es ihr nach und nach beibringen. Nein, 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 nein! Das ist doch unmöglich! Los, junger Mann, jetzt geht's ums Ganze! Das reinste Hindernisrennen! Los, los! Was macht ihr denn da? Barbara, wo kommst du denn her? Mach ich! Wieso bist du nicht im Internat? Ich hab's nicht mehr ausgehalten, Mami. Ich musste zu dir kommen. Was war denn los? Ich hatte so schreckliche Sehnsucht nach dir. Oh, Kind. Gesundheit. Gracias. Nun sag schon, hast du was angestellt? Mami, ich trete mit sofortiger Wirkung ins Leben. Wohin trittst du? Du hörst mir ja gar nicht zu. Doch, doch. Er ist der Liebste, der Beste, der herrlichste Mensch, den es gibt. Außer dir. Von wem sprichst du eigentlich? Du wirst von ihm begeistert sein. Tante Fassinelli? Hier. Komm doch mal her. Ich kann nicht. Meine Füße sind eingeschlafen. Mami! Ach. Gnädige Frau, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Wer ist dieser Gartenzwerg? Das ist der Vater meiner Kinder. Hm? Was? Und der zukünftige Vater meiner zukünftigen Kinder. Gestatten, Heinz Schmidt, Junior Schmidt mit Doppel-T, Hamburg, Süd, Früchte, Angro. Ich dachte, Sie sind vom Zirkus. Mami, das ist der Mann, den ich liebe. Ein Obsthändler? Sie verkaufen auch noch Apfelsaft. Gnädige Frau, ich bitte um die Hand... Halt, halt! Ihr habt ja wohl beide den Verstand verloren. Du gehörst in die Schule. Du musst erst mal ein fertiger Mensch werden. Ich bin viel fertiger, als du glaubst, Mami. Das will ich nicht gehört haben. Und Sie? Sicherlich gehen Sie auch noch zur Schule, was? Ich studiere noch, gnädige Frau. Außerdem arbeite ich als Volontär bei Peach & Peach. Als Volontär kann man keine Frau ernähren. Ihr könnt ja nicht nur Obst essen. Aber Mami, Obst ist sehr gesund. Mehr braucht der Mensch nicht, wenn er verheiratet ist. Ans Heiraten hast du noch gar nicht zu denken. Wenn du in meinem Alter nicht daran gedacht hättest, dann... Dann wäre ich jetzt nicht auf der Welt. Das ist etwas ganz anderes. Warum? Weil, Mami! Oh.
Was sagen denn Ihre Eltern dazu? Oh, ich hab's ja gewusst, ich hab's ja gewusst. Langsam, langsam. Ich habe noch längst nicht Ja gesagt. Hm? Meine Eltern werden sich sicher wahnsinnig freuen, wenn sie es nur erst wüssten. Was? Sie wissen noch nichts? Nein. Da ist das Telefon. Rufen Sie sofort an. Aber... Was heißt aber? Kein Telefon im Obstladen? Doch, doch, aber meine Eltern wohnen in Hamburg. Hamburg liegt doch nicht auf dem Mond. Tante Frassinelli, ja? Bitte sag dem Portier, ich brauche sofort ein Überseegespräch nach Hamburg. Geben Sie ihr die Nummer. Ja, warten Sie. Hier ist unsere Geschäftskarte. Bitte. Karl Schmidt, Südfrüchte, Import, Hamburg. Was? Südamerika? Und jetzt soll ich wieder auflegen. Ja, warum klingeln Sie dann erst? Sowas. Südamerika? Ja. Das kann doch nur unser Heinz sein. Wahrscheinlich. Wenn ihm bloß nichts passiert ist. Oh. Ach, der arme Junge. So allein in dem großen Südamerika. Na ja, also so allein wird er schon nicht sein. Als ich drüben war, habe ich mich auch ganz schön amüsiert. Ja, du. Aber mein Heinz nie. Nun, lass mal gut sein. Das war ja alles vor unserer Ehe und außerdem vollkommen harmlos. Darauf möchte ich nicht bauen. Na, ich auch nicht. Was? Naja, schau, also in Kürze wird sich ja unser Heinz mit Inge Iversen verloben und dann ist sowieso Schluss mit dem Reisen. Ach, der Heinz wehrt sich doch mit Händen und Füßen gegen diese Verlobung. Naja, ich habe mich ja auch gewehrt. Aber dann hast du mich doch eingefangen. Hallo, Paps, ich bin's, Heinz. Und ob es etwas Wichtiges gibt, sogar etwas sehr Wichtiges. Ich will heiraten. Heiraten! Mich verehelichen! Bist du verrückt geworden? Atmosphärische Störung. Oh, was ich dir jetzt sage! Du kommst nach Hause! Sofort! Mit dem nächsten Flugzeug! Aber Pap, sag doch nicht gleich nein. Was von da drüben einer heiraten, das schlagt dir ein für alle Mal aus dem Kopf. Ich habe ganz andere Pläne. Sie ist ein reizendes Mädchen. Aus erstklassiger Familie. Ihre Mutter ist ein Star. Ein großer, berühmter Revue-Star. Was ist ihre Mutter? Eine Tänzerin? Karl, reg dich doch nicht so auf, denk an dein Herz. Eine Hupfdohle? Aber Paps, sie ist doch keine Hupfdohle. Hat er Hupfdohle gesagt? Geben Sie mal her. Hier spricht die Hupfdohle. Ja, persönlich. Wer meine Tochter zur Frau bekommt, der kann vom Glück reden. Auf ihren Apfelsaftladen brauchen sie sich nicht so viel einzubilden. Und auf ihr faules Obst schon gar nicht. Was? Ja, glauben Sie, ich lasse mich von Ihnen beleidigen? Und noch dazu auf meine Rechnung? Auf nie wieder hören, Herr Schmidt. Wenn Herr Barbara nur sehen könnte, wäre alles gut. Er wird Sie nicht sehen. Darauf können Sie sich verlassen. Signora. Ja, was ist denn? Ich muss Sie sprechen. Ausgerechnet jetzt? Ja, es ist ganz furchtbar dringend. Ihr rührt euch nicht von der Stelle. Ich muss Sie warnen. Wovor? Vor diesem Schmidt. Was ist denn das für ein Unsinn? Karl Schmidt Hamburg ist schlimm. Aber Karl Schmidt Hamburg und Südfrüchte ist entsetzlich. Ach, du hast zu viel getrunken. Nicht einen Tropfen. Da! Karl Schmidt Hamburg Südfrüchte. Mein Carlito. Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Ich war eine von den Mexikaner-Girls damals und die Männer lagen mir nur so zu Füßen. Mein Carlito auch. Bis er mich schmählich verlassen hat. Ach. Kennen Sie diesen Menschen? Wo haben Sie das Bild her? Antworten Sie mir, ja oder nein? Das ist mein Vater, ein Jugendbildnis. Raus! Mami, bitte! Kein Wort mehr! Tante Frassinelli? Ja, bitte? Du bringst Barbara sofort ins Bett. Und morgen gehst du zurück ins Internat. Und Sie? Ich fliege morgen früh nach Hamburg und spreche mit meinem Vater. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Gute Nacht, Herr Schmidt. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Halt! Du gehst da lang. Na? Was willst du? Ich bringe die Beruhigungspillen. Was soll ich denn mit Beruhigungspillen? Wetten, dass Sie sie dringend brauchen? Barbara ist heute früh mit diese Schmidt nach Hamburg geflogen. Nach Hamburg? Bist du verrückt? Ja. Und was sagst du mir jetzt? Ich muss erst die Pillen holen. Guten Morgen, Ines. Ist dort alles im Büro? Ich werde sie anmelden. Nicht nötig.
Es tut mir leid, wenn ich störe, aber... Sie stören längst nicht oft genug. Bitte. Nein, danke. Ich muss sofort verreisen. Verreisen? Es ist sehr dringend. Ja, aber Carola, was soll aus unserer Revue werden? Ach, da wird sich doch ein Ausweg finden. Hm, Sie zwingen mich leider, Sie an unseren Vertrag zu erinnern. Ich muss aber für ein paar Tage nach Hamburg. Nach Hamburg? Ja. Hä? Hamburg. Hamburg. Vielleicht lässt sich da doch einen Weg finden. Sie wissen, ich bin nun einmal Wachs in Ihren Händen. Was wird aus unserer Revue? Wenn Frau Lorne nach Hamburg will, dann müssen wir eben einen winken. Begreifen Sie doch endlich. Ja, ja, natürlich. Don Alvarez ist wirklich Wachs in Ihren Händen. Dann fliege ich noch heute. Und ich fliege mit. Sie? Ja, so schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich lerne Hamburg kennen und brauche nicht einen Tag ohne Sie zu sein. Sie sind wirklich ein sehr aufmerksamer Kollege, Signore Petro. Zu hübschen Kolleginnen? Immer. Ich bin heute Abend frei, Signore Petro. So, viel Vergnügen. Was machen Sie denn wieder hier? Ich serviere, wie gewöhnlich. Signore Petro hat mir eine Erfrischung gebracht. So, und von wem haben Sie den Auftrag? Vom Kantinenkellner. Er konnte selber nicht kommen, er ist erkrankt. Sagen Sie nicht, dass er auch Blinddarmentzündung hat. Wir wollen das Beste hoffen. Der Arzt hat die Diagnose noch nicht gestellt. Jetzt habe ich aber genug von Ihren frechen Bemerkungen. Und ich von Ihren schlechten Manieren. Machen Sie, dass Sie rauskommen! Sie sind entlassen. Ich will Sie in Los Paradisos nicht mehr sehen. Ihr Befehl ist mir eine Bitte, der ich mit Vergnügen nachkomme. Ein widerlicher Kerl. Eher etwas merkwürdig. Bis nachher. Hallo, Pedro. Sie wünschen? Es tut mir leid, dass Alvarez Sie entlassen hat. Mir gar nicht. Sie sind aber auch immer da, wo Sie nicht zu suchen haben. Und frech waren Sie auch noch. Ich fand mich ausgesprochen zurückhaltend. Soll ich Sie wieder einstellen? Nicht nötig. Wenn Sie von hier wegfahren, dann will ich auch nicht mehr hierbleiben. Wirklich? Ja, dann... Dann leben Sie wohl. Ich muss mich beeilen. Sie waren die bezauberndste Chefin, die ich jemals gehabt habe. Und Sie waren der begabteste Kellner, den ich je entlassen habe. Nur manchmal etwas sehr eigenwillig. Darf ich noch mal eigenwillig sein? Bitte? Lassen Sie sich nicht zu sehr mit Alvarez ein. Warum? Nehmen Sie an, ich sei einfach eifersüchtig. Adios. Verrückter Kerl, dieser Pedro. Verrückt nicht, aber verliebt. Du hast schon wieder getrunken. Verliebt wie damals mein kleiner Carlito. Chiquita mia, hat er immer zu mir gesagt. Chiquita mia, du bist das schönste Mexikaner-Girl südlich von Äquator. Von wem sprichst du eigentlich? Von meinem kleinen Carlito aus Hamburg. Das scheint mir ja ein hübscher Südfrüchtchen gewesen zu sein. Ach, dem werde ich die Meinung sagen, diesen Gemüse-Don Juan. Und seine Strümpfe habe ich immer gestopft. Was bildet der sich eigentlich ein? Meine Tochter ist ihm nicht fein genug. Nur weil er ein paar Apfelsinen mehr hat als andere. Sülze hat er so gern gegessen. Der wird sich noch wünschen, er hätte nie die Mexikaner-Girls gesehen. Das verspreche ich dir. Herein. Was wünschen Sie? Eine kleine Aufmerksamkeit für die Reise von meinem Chef, Don Alvarez. Er hat bereits alles arrangiert. In anderthalb Stunden kommt der Wagen und bringt Sie zum Flugplatz. Was macht man bloß in einem solchen Klima? Man zittert sich durch. Nach mir ist eher heiß. Heiß? Ich kann gar nicht so schnell zittern, wie ich friere. Ist das Ihr Koffer? Nein, mein Gepäck ist noch gar nicht da. Was für unerhört dieser Betrieb hier. Ein sauber gearbeiteter doppelter Boden. Sieht verdammt nach Heroin aus. Ein paar hunderttausend Mark beim heutigen Kurs. Herr Kommissar Hall? Der Koffer gehört zur Frau. Ihr Pass lautet auf den Namen Carola Lorne. Ja, ich weiß. Sollen wir das ganze Trio gleich verhaften? Nein, damit ist uns nicht gedient. Sie nehmen eine große Verantwortung auf sich, Herr Hall. Hinter Schloss und Riegel nützen Sie uns nichts. Wir müssen Sie beschatten. Es kommt alles darauf an, den Abnehmerring mit auszuheben. Tauschen Sie den Inhalt der Beutel gegen Mehl oder Schlemmkreide um und geben Sie das gesamte Gepäck an die Eigentümer zurück. Wir sollten mal nachsehen. Vielleicht ist es schon draußen. Ja, wir sollten wirklich mal nachsehen. Wir sind gleich wieder da. Herr Alvarez, Herr Cabrillo. Frau Lorne? Ja, was ist mit meinem Gepäck?
Ich wollte mich gerade bei Ihnen entschuldigen, gnädige Frau. Ein kleines Versehen. Ihr Gepäck ist irrtümlich auf die Maschine nach Kopenhagen umgeladen worden. Es wird jeden Augenblick hier sein. Ich werde Sie der Polizei übergeben. Was haben Sie mit Barbara gemacht? Ich habe sie gleich nach unserer Ankunft bei Ihrer Tante Amalia abgeliefert. Ausgerechnet bei Tante Amalia. Seit 20 Jahren spricht die Familie kein Wort mehr mit ihr. Haben Sie Tante Amalia gesagt? Kann ich mich darauf verlassen? Ich schwöre es Ihnen. Ich liebe Barbara doch. Mami? Heinz hat mich angerufen und mir Bescheid gesagt. Bist du mir sehr böse? Und ob ich dir böse bin? Mami! Ich habe mich so geängstigt deinetwegen. Bitte verzeih mir, Mami, bitte. Warum weinst du denn? Ich weine ja gar nicht. Ich bin ja so unglücklich. Warum denn? Mein Vater weigert sich, Barbara kennenzulernen. Nie wird die Tochter einer Hupfdohle seine Schwelle übertreten, hat er erklärt. Ich soll die Tochter eines Geschäftsfreundes heiraten. Morgen beim 75-jährigen Jubiläum der Firma wird er die Verlobung schon bekannt geben. Aber ohne mich. Eher gehe ich barfuß in die Fremdenlegion. Behalten Sie Ihre Schuhe an. Ich komme einfach nicht auf das Fest. Sie werden hingehen. Mami, bitte. Hupfdohle. Barbara wird seine Schwelle übertreten. Und ich auch. Verlasst euch darauf. Verehrte Festversammlung, der heutige Tag, der uns alle hier in traulicher, Stunde, vereint, ist ein festliches Ja? Was ist denn schon wieder? Herr und Frau Iversen sind soeben eingetroffen, lässt Ihre Frau sagen. Interessiert mich nicht. Ich habe momentan meine Rede zu memorieren. Bitte sehr. Verehrte Festversammlung, der heutige Tag, der uns alle hier in Trollischen vereint, ist ein festliches Ereignis. Ruhe! Verehrte Festversammlung, der heutige Tag, der uns alle hier in Trollischen vereint, ist ein festliches... Ja, herein? Eine Dame ist da. Wünsche ich jetzt keine Damen. Sie heißt Frascinelli, sagt sie. Und kommt aus Südamerika. Das kann jeder sagen, bitte werfen Sie sie raus! Ich bin nicht schwerhörig, Herr Schmidt! Lemke. Bitte. Wie heißt die Dame? Frascinelli. Frascinelli. Ja, und einen schönen Gruß von ihrer Mutter, Rosalia Frascinelli, soll sie Ihnen bestellen. Sie darf auf keinen Fall hier reinkommen. Liebes Frau Fräulein Lemke, schaffen Sie sie weg. Um jeden Preis. Das alles am 75-jährigen Jubiläum. Wer sind Sie denn? Carmencita, ja? Dein unverhofftes Kind. Das darf doch nicht wahr sein. Mamita lässt schön grüßen. Wer ist denn das? Deine Chiquita Mia. Ja? Das schönste Mexikanergirl südlich des Äquators. Vielleicht kommt sie bald selbst her. Auch das noch? Ich hatte solche Sehnsucht nach meinem Papi. Es war so schwierig, deine Adresse herauszukriegen. Ja? Ja. Und wie du dich verändert hast, ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt. Ach. Denn weißt du, nach dem Bild, das Mamita immer an ihrem Herzen trug, was sie mir jetzt mitgegeben hat... Darf ich mal sehen? Allerdings sahst du damals etwas unterentwickelter aus. Bist du verheiratet? Ja. Vielleicht kann ich bald meine hiesige Mamita sehen. Nein, das dürfen... Das darfst du nicht. Warum denn nicht? Nein, weil, wissen Sie, mein weißt du, hier in Hamburg hat man nicht gern unverhoffte Kinder. Du freust dich ja gar nicht. Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich freue mich sogar entsetzlich, freue ich mich. Gut, dann werde ich von jetzt ab bei dir bleiben. Ja, das ist sehr nett, mein Kleines, aber vielleicht reden wir doch über morgen, denn heute habe ich hier ein... Ich weiß. Ein Fest. Ja, ja. Ja, als ob du geahnt hättest, dass ich kommen würde. Ich werde unsere Gäste blendend unterhalten. Ja, sicher, aber Ich werde als Schönheitstänzerin auftreten. La 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 la. Was hältst du davon? Nicht viel. Oder als Gorilla? Ja, komm jetzt, Rita. Mädchen, wir sind doch nicht im Wald. Das geht doch nicht. Na? Bin ich ein Affe? Das kannst du aber nicht machen, denn meine Gäste sind alles feine Leute. Ich bin auch sehr fein. Ja?
extraordinär. Oh, aber Daddy. Naja, ich spreche ein Dutzend Sprachen. Sprichst du auch Englisch? Nee, das kann jeder. Ich spreche Tiersprachen. Ist ja genug. Nein, eine ist noch drin. Hast du denn das gelernt? Im Zirkus. Was, im Zirkus? Na ja, da bin ich aufgetreten. Schließlich musste ich ja Mamita ernähren, wo du dich nicht um uns gekümmert hast. Na, was hast du denn vor? Ich werde auf deinem Fest als Kunstschütze auftreten. Mein Obst. Salat. Haben Sie geläutet? Nein, geschossen. Geschossen? Na ja, was ist denn daran so Besonderes? Ich bitte um meine sofortige Entlassung. Warum denn so plötzlich? Ich bin die einzige Stütze meiner alten Mutter. Das noch. Ach, du bist wunderbar, Daddy. Ja? Ein richtiger flotter Knochen. Hab keine Angst, ich lasse dich nicht mehr allein. Ach, Pepito, Esperanto, Risotto, Barcelona, Caramba, Olé. Au, 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 au. Ach, du bist richtig süß. Karl, was tust du denn da? Ich rede meine Memoiren. Memoriere meine Rede. Ja, das sieht man. Ist das meine Mam... Nein, nein. Bertha gestattet, dass ich dir vorstelle, dass sie ist die Tochter von Peach und Peach. Aus Südamerika. Kind ist vom Zirkus. Will aber zum Theater, nicht wahr? Ich werde sie Direktor Marek empfehlen. Der wird sie bestimmt engagieren. Wir sprechen uns noch. Jetzt kommst du erst mal mit. Iversen sind schon da. Und das Kind von Peach und Peach soll mir nicht mehr unter die Augen kommen, sonst gibt's Peach und Patsch. Oh. Bertha, Bertha, höre doch, Bertha. War das meine neue Mamita? Ich muss jetzt gehen. Halt! Ich muss erst umziehen. Ich habe extra mein Sonntagskleid mitgebracht. Ausgezeichnet. Dann warte ich draußen vor der Tür. Verehrte Festversammlung, der heutige Tag. Wer uns alle hier zu traulicher... verehrte Festversammlung, liebe Frau Iversen, sehr geehrter Herr Iversen, der heutige Tag, der uns alle hier in traulicher Stunde vereint hat. Als mein Großvater vor 75 Jahren diese Firma gründete, konnte er natürlich nicht ahnen, dass dieses Jubiläum für meinen Sohn Heinz ein Festtag von ganz besonderer Bedeutung werden würde. Wer schießt denn hier? Es ist vielleicht schon eine kleine Ovation. Als mein Großvater sich vor 75 Jahren gründete, ich meine, nein, nein, ich war falsch, ja, als ich meinen Großvater vor 75 Jahren gründete... Olli! Hummel, Hummel, liebe Südfrüchtle! Du musst diese unmögliche Person sofort rauswerfen. Ich freue mich ja so sehr, Sie kennenzulernen. Ja, leider haben wir gerade Gäste. Das macht nichts. Die stören mich überhaupt nicht. Darf ich vorstellen, das ist Senorita Peach und Peach, meine südamerikanische Tochter. Meine, die Tochter meiner südamerikanischen Tochtergesellschaft. Buonasera, everybody. Ole. Ein Skandal ohne Gleichen. Dein Durst habe ich. Sei ruhig, Ingelein. Wenn Menschen ungebildet sind, muss man es übersehen. Sehr richtig. Ich finde... ungebildete Menschen schrecklich. Sensationell. Prosit. Verehrte Nord- und Südfrüchtle. Ich wollte jetzt sprechen. Bitte sehr, Carlito. Der Klügere gibt nach. Meine Damen und meine Herren, ich sprach Ihnen von der Bedeutung dieses Tages und so möchte ich Ihnen auch die freudige Überraschung nicht länger vorenthalten. Ich werde nämlich singen. Ich hab... Es handelt sich um meinen Sohn. Er wird... mich begleiten.
Lionel! Ach, höchste Zeit, dass ein bisschen Stimmung in diesen Obstsaftladen kommt. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man bei uns in Südamerika feiert. Fertig? Fertig. One, two, three, four. Ihr Teenager Girls und Blue Jean Boys, eure Hose sind eng, euer Rhythmus ist heiß, euer Herz ist groß, euer Geld ist klein. Kommt alle her, ich lade euch ein. Eine Party bei mir, geht es morgens um vier. Und das morgens um vier, will noch keiner nach Haus gehen. Heute Nacht, morgen Nacht, jede Nacht ist bei mir lange Nacht. Eine Party bei mir, geht es morgens um vier. Mit Gesang und Klavier, was ist schöner als aussehen? Hans trinkt Gin, weil es ihm schmeckt. Bob begießt inzwischen meine Blumen mit Sekt. Eine Party bei mir, geht es morgens um vier. Und das morgens um vier, will noch keiner nach Hause gehen. Jack ist N, Bill und Frank, spielen 66 auf dem Kleiderschrank. Eine Party bei mir, geht es morgens um vier, yeah! Mit Gesang und Klavier, das ist schöner als ausgehen. Bessie hat mit Freddy sich zum vierten Mal verlobt. Eine Party bei mir, geht's morgens um vier. Und das morgens um vier, will noch keiner nach Hause gehen. Lilly tanzt, Bobby brannt, nagelt mit dem Hammer warme Würstchen an die Wand. Eine Party bei mir, geht's morgens um vier, ja! Und bei Tanz und Gesang, da wird auch die längste Nacht nicht lang. Friedrich, in solche Kreise heiratet unsere Tochter nicht. Sensationell. Herr Iversen, Sie wollen doch nicht schon gehen. Was dachten Sie denn? Nach diesem Affront? Ich komme morgen in Ihr Büro, da werde ich Ihnen alles erklären. Aber meine lieben Freunde, Sie wollen uns doch nicht schon verlassen. Das Fest hat doch noch gar nicht richtig angefangen. Ja, ja. Für uns ist das Fest beendet. Komm, mein Kind. Morgen früh um 11 Uhr bin ich bei Ihnen. Bertha, was sagst du? Ich glaube, alles ist in Ordnung. Leider nicht. Mein Vater will morgen früh um 11 zu Iversen gehen und ihm alles erklären. Mach dir keine Sorgen. Bis morgen um 11 kann noch viel passieren. Beinahe schon. Na, das sieht dir ähnlich. Du willst mich doch nicht verstoßen, Daddy. Was schreibst du da eigentlich, Karl? Nicht, Häschen. Das ist nur der Wind. Verschwinde. Wenn du dich von mir lossagst, Papi, gibt es eine Katastrophe. Das wirst du noch bereuen. Leise. Ein Kind, das verstoßen wird, kann nicht leise sein. Und ist näher am Wasser, als du denkst. Rausch! Du wirst mich nie mehr wiedersehen. Karl? Ja, Häschen? Danke. Okay. Hm.
Schönen guten Morgen, Paps. Mein lieber Junge, deine Mama will sich von mir scheiden lassen. Deine Verlobung ist in die Brüche gegangen. Meine Sekretärin hat mir gekündigt. Da wünschst du mir noch einen schönen guten Morgen. Zumindest für die dritte Katastrophe weiß ich einen Ausweg. Wieso? Ich habe ihn sogar mitgebracht. Wer ist denn das? Deine neue Sekretärin, Fräulein Barbara Lorm. Guten Morgen, Herr Schmidt. Und komm gar nicht in Frage. Warum nicht? Na, viel zu hübsch, viel zu jung und viel zu schlank. Mein liebes Fräulein, melden Sie sich in 30 Jahren mal wieder. Aber Papst, sei still, ich habe mit deiner Mama schon Ärger genug. Und nimm sie doch wenigstens als Aushilfe. Ausgeschlossen. Bitte, Herr Schmidt. Nicht als Aushilfe. Ginge. Sonst bleibt doch hier alles stehen und liegen. Und was haben wir davon? Eine Schlapperei. Schlapperei sondergleichen. Noch immer keine Resultate. Was wissen wir? Dass Frau Lorm das Rauschgift nach Deutschland geschmuggelt hat. Pardon. Das wissen wir nicht. Wir wissen lediglich, dass es in ihrem Koffer war. Das würde ich für einen ausreichenden Beweis halten. Na, ich nicht. Ferner wissen wir, dass sich das vermeintliche Rauschgift jetzt in Händen von Alvarez und Gavrilo befindet. Das ist alles. Darin besteht auch unser ganzer Plan. Erst zupacken, wenn sie das Zeug übergeben. Nur so können wir die Abnehmer herausfinden. Die beiden stehen unter ständiger Bewachung. Und Frau Lorm? Steht sie auch unter ständiger Bewachung? Natürlich. Dann erklären Sie mir bitte, warum Frau Lorm gestern Nacht, es war genau 11.53 Uhr, in fantastischer Verkleidung aus dem Schlafzimmer des Ehepaars Schmidt über den Balkon in den Garten geklettert, mit einem Taxi in ihr Hotel gefahren ist. Das können Sie mir nicht erklären, was? So also lassen Sie Frau Lorm bewachen. Ich glaube, dass Frau Lorm das unwissende Werkzeug von raffinierten Gangstern ist. Und ich glaube, dass Ihre kriminalistischen Instinkte etwas unter den Reizen dieser Dame gelitten haben. Darf ich Sie bitten, von jetzt ab etwas weniger galant vorzugehen? Die Polizei kann es sich nicht immer leisten, galant zu sein. Wer ist also diese geheimnisvolle Südamerikanerin? Herr Hall, es handelt sich um das Wohl und Wehe einer relativ glücklichen Ehe. Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen? Verschwiegenheit gehört zu meinem Beruf. Also? Sie ist das unselige Resultat meiner früheren Überseetätigkeit. Wie bitte? Ja, sie ist meine meine voreheliche Tochter, Carmen Zita Frascinelli. Ach, Frascinelli heißt sie? Ja, heißt nach ihrer Mutter, Rosalia. Ja, die kenne ich auch. Aha. Was, Sie auch? Nicht so gut wie Sie. Also, was denn, ich nur flüchtig. Ja. Ja, und wann kann ich dieses unausvoreheliche Fräulein Frascinelli mal sprechen? Überhaupt nicht. Sie ist verschwunden. Unberufen, toi, toi, toi. Ja, aber falls Sie wieder erwarten, doch noch auftauchen sollte, würden Sie mich dann bitte anrufen? Selbstverständlich, Herr Hall. Nur malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Hallo, Fräulein. Wo wollen Sie denn hin? Efrosine Frascinelli, Dr. Juhl, Vorsitzende des Vereins zur Hebung unterentwickelter Frauen. Karl Schmidt, Südfrüchte, Export, Import, en gros en detail. Wie war der Name? Frascinelli, aber du darfst mich Efrosine nennen. Vielen Dank, ich habe nicht die Absicht. Ich halte diese Anrede zwischen Vater und Tochter für durchaus zweckentsprechend. Bitte. Mamita hatte zwei Töchter, Zwillinge. Zwillinge. Ein Unglück kommt selten allein. Tief durchatmen. Du hast einen akuten Anfall von schlechtem Gewissen. Feuer. Du musst das männliche Selbstgefühl einkalkulieren. Vater wartet nur darauf, dass du den ersten Schritt tust. Vielleicht hast du recht. Ich werde mit ihm sprechen. Die Idee meiner Schwester, sich unserem gemeinsamen Vater zu präsentieren, missbillige ich im höchsten Grad. Na ja, das war eine Schnapsidee. Oh, Verzeihung. Ich bin gekommen, Carmen Zita nach Hause zu holen. Ist das dein Ernst? Natürlich. Nur das finde ich großartig. Du bist die erste vernünftige Tochter, die mir begegnet ist. Lass dich umarmen. Moment bitte. Bitte. Ja. Karl! Also jeden Tag eine andere? Das ist zu viel. Aber nein, Bertha, du missverstehst mich ja vollkommen falsch. Genug. Regel deinen Familienkrach später. Wo ist meine Schwester? Was ist mit dir geschehen? Das ist mir weggelaufen, dieser ungeratene Zwilling. Du weißt, dass du für Carmen Zita verantwortlich bist. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 47.11, dritter Absatz. Was soll ich denn machen, wenn sie verschwunden ist? Ich habe sie ja schon überall gesucht. Ich auch. Ja? Ja. Alles, was ich von ihr gefunden habe, ist das. Das? Wo hast du das gefunden? An der Elbe. Entsetzlich. Telefon, Entschuldigung.
Hallo, Schmidt. Hallo. Oh, Herr Iversen. Herr Iversen, entschuldigen Sie vielmals, wenn ich um 11 nicht gekommen bin, aber ich konnte nicht. Nein, es ist hier was gekommen. Eine Lieferung aus Südamerika. Ja, ganz unerwartet. In gewissermaßen eine Doppellieferung. Nein, Herr Iversen, es bleibt natürlich bei der Verlobung. Selbstverständlich. Das werde ich Ihnen alles erklären heute Abend. Ja, heute Abend komme ich ganz bestimmt. Bestimmt. Ganz bestimmt. Wenn meiner Schwester etwas zugestoßen sein sollte, du weißt, was dir dann passiert. Nein, was? Zuchthaus. Nebst Verlust der ehrlichen Bürgerrechte. Paragraph 190 SL. Grauenhaft. Wenn mir meine Schwester nicht bis morgen in unbeschädigtem Zustand zurückgegeben wird, gehe ich zur Polizei. Guten Tag, Frau. Sprechen Sie mit mir. Allerdings, bitte um Verzeihung, gnädige Frau. Sie haben eine enorme Ähnlichkeit mit einer Dame, die ich über alles verehre. Gnädige Frau. Belästigen Sie mich nicht, sonst rufe ich die Polizei. Oh, das würde ich Ihnen nicht raten. Drei Bravos für Joe. Den Armstrong haben wir uns schon lange gewünscht. Frau Lohm! Pardon, ich hab es eilig. Hey, take it easy, funny face. Da bin ich, Joe. Ja, Sie wünschen? Wer sind denn Sie? Aber Joe, kennst du deine gute Tante Agathe nicht? Ich habe keine Tante Agathe. Die einzige Tante, die ich habe, heißt Pauline, wohnt in Hintertupfing und ich habe sie noch nie gesehen. Das bin ich, Joe. Deine ungesehene Tante Agathe, Pauline Christina aus Hintertupfing. Du musst mich mit hineinnehmen zum Armstrong. Ich schwärme so für ihn. Ach so. Flotter Trick. Okay, sollst auch mal was Richtiges erleben, Tantchen. Come on. Von der Clubleitung eingeladen. Hallo, Baby. Gehen wir rein? Ja, aber allein. Gehört nicht zu uns. Eingeladen? Nicht direkt. Dann machen Sie mal direkt kehrt. Meine Damen und Herren, als Vorsitzender des Louis Armstrong Clubs darf ich Ihnen ankündigen, dass sich Mr. Armstrong entschlossen hat, als Dank für unsere langjährige Treue persönlich für uns zu spielen und zu singen. Exklusiv! Kisses in the knock, thousand high seas, kisses in the knock.
And when dead, leave it down, Ewok. Senoritas, senoritas, awishin, awishin, awishin. I'm sack, dan, aina, yes, ne, 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 ne. Oh, ne, 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 oh, Sulibe, oh, jata bata tibi dati, babi di tibi bito to tije. Jesus in the knock. Thousand horses, kisses in the knock, babies in the night. And when they leave it down, he walk. Senoritas, senoritas. Vision, oh vision, oh vision. Mehr musikalische Seitensprünge auf Lager, Frau Laum? Was wollen Sie eigentlich von mir? Nicht viel. Ich möchte nur wissen, was diese lächerliche Verkleidung bedeutet. Das geht Sie gar nichts an. Was wollten Sie bei Schmidt? Handelt er eigentlich nur mit Südfrüchten? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Das habe ich Ihnen schon in Los Paradisos gesagt. Nun tun Sie mal nicht so geheimnisvoll. Leute wie wir sollten doch zusammenhalten. Leute wie wir? Ich bin auch kein Engel. Ich habe auch ein Ding gedreht. Was haben Sie gedreht? Ein Ding. Ein unehrenhaftes Ding? Das heißt schon unehrenhaft. Hauptsache, die Polente kommt nicht dahinter. Polente? Polizei. Ah. Darum der abrasierte Bart. Daher. Aber Pedro, Sie waren doch immer so ein anständiger Mensch. Ein netter Mensch sogar. Das freut mich aber zu hören. Fahre, bitte fahren Sie zum Polizeipräsidium. Wohin? Sie müssen sich sofort stellen und alles gestehen. Ich soll gestehen? Bitte, mir zuliebe.
Na, die werden Augen machen, wenn ich auspacke. Packen Sie aus. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, aber nur, wenn Sie mitkommen. Ich? Was soll ich bei der Polizei? Vielleicht haben Sie den Herrn auch was zugestehen. Ich wüsste wirklich nicht was. Aber wenn es Ihnen leichter fällt, bitte, dann komme ich mit Ihnen. Nein, ich werde ein Mann sein und alleine gehen. Bravo. Und wenn das wirklich das erste Mal war, dann bekommen Sie bestimmt mildernde Umstände. Nur Mut, Pedro, falls man Sie sehr lange da behalten sollte, komme ich vorbei, am Besuchstag. Kann ich mich darauf verlassen? Ganz bestimmt. Nein. Ja. Wo in aller Welt ist denn diese Carmen Zita? Ich habe alle Hotels von Hamburg angerufen. Niemand weiß etwas von ihr. Sie kann doch aber nicht vom Erdboden verschwunden sein. Das konnte ich nicht feststellen. Sie müssen sie finden, sonst bin ich geliefert, ruiniert, erledigt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das anfangen soll. Denken Sie darüber nach, es wird Ihnen schon was einfallen. Jedenfalls, wenn Ihnen das gelingen sollte, können Sie sich von mir wünschen, was Sie wollen. Was ich will, Herr Schmidt? Ja. Ist mein Vater in seinem Zimmer, Emil? Ja. Vielleicht gibt es einen Weg. Ja? Wenn alles so klappt, wie ich hoffe, dann können Sie Ihre Carmen Zita noch heute Abend sehen. Na, Sie sind ein Engel. Gestatten Sie? Jetzt auch noch mit der Sekretärin. Also das ist das Ende. Dass ich das Küssen nicht sein lassen kann. Hätten Sie mir das nicht früher sagen können? Muss es denn unbedingt heute sein? Also, meinetwegen. Wenn Sie es durchaus wollen. Warum soll es denn Ärger geben? Also abgemacht. Bis nachher. Aber eins sage ich Ihnen, wenn es Ärger gibt, müssen Sie mir dafür gerade stehen. Auf Ihre Verantwortung. Ja. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Warum nicht, Mami? Ihr Vater fängt an, mir leid zu tun. Tun wir Ihnen nicht leid? Und erst Ihre Mutter. Es ist doch entsetzlich, was die arme Frau denken muss. Wir werden ihr ja später alles erklären. Bis dahin musst du uns einfach noch helfen. Mami, sonst geht Herr Schmidt heute Abend zu Iversens. Unsere ganze Zukunft hängt davon ab. Bitte. Also gut, ruf ihn an und sag ihm, er soll heute Abend in die Arizona-Bahn nach St. Pauli kommen. Mal wieder da bist. Lassen Sie mich doch in Ruhe, ich bin nicht Ihr Willi. Aber kommt! Stimmung! Los! Zwei Bier, bitte. Mädchen, das hat es nicht leicht, bis es im Leben etwas erreicht. Ich war erst 10 Jahre alt, da musste ich schon klauen. Da hat mich mein Vater immer verhauen. Wir hatten kein Bettzeug, nicht mal einen Schrank. Weil eben mein Vater alles verdrang. Und so oft ich daran denke, muss ich immer wieder weinen. Denn das war ja so gemein. Bitte singen Sie doch ein. Das hat es nicht leicht, bis es im Leben etwas erreicht. Ein Graf wird mich freien.
Mann. Das fand ich so schön. Er sah meinen Vater. Dann ließ er mich stehen. Ich kenne viele Männer. Und hab keinen Mann. Und dort sitzt mein Vater. Der Schuld ist daran. Und so oft ich daran denke, muss ich immer wieder weinen. Denn das war ja so gemein. Bitte singen Sie doch ein. Ein anständiges Mädchen, das hat es nicht leicht. Ich hab kein Zuhause und weiß nicht wohin. Drum bin ich geworden, was ich jetzt bin. Charleston Boy, wenn wir im Tanz uns drehen, dann ist die Welt für mich noch mal so schön. Was du kannst, ist grandios. Wenn du tanzt, dann ist gleich der Teufel.
Prüfe noch, oh Charleston Boy, my little Charleston Boy. Ach, bitte tanze mit mir und bleib mir treu. Eins, zwei, drei, vier, komm und tanze noch mal mit mir. Charleston Boy, my little Charleston Boy, ach, bitte bleib mir treu. Es kann mit keinem anderen Charleston tanzen, Charleston Boy. Charleston Boy, ach bitte bleib mir treu, ich kann mit keinem anderen Charleston tanzen. Charleston Boy, mein little Charleston Boy, ach bitte tanz mit mir und bleib mir treu. Charleston, Charleston, Charleston. Hier soll sich der Herr Schmidt aufhalten? Das ist ja grauenhaft! Carmencita, du kommst jetzt sofort mit mir, komm! Damit du mich noch einmal verstoßen kannst? Niemals! Sensationell! Carmencita, ich will nur, dass du mir gehorchst! Nein! Doch! Haben Sie dem armen Geschäft noch nicht genug angetan? Für uns ist das Kapitel Schmidt beendet. Komm, mein Kind. Ich will ja nur, dass Sie aus dem Sumpf herauskommen. Ihnen nennen Sie mein hoch vornehmes Etablissement Sumpf? Ich will Ihnen gleich sagen, wo der Sumpf ist. Nicht wehtun. Aus mit dem Raum, Vater! Was ist denn? Ja, mein Freund Willi darf hier keiner mehr ledieren. Schweine Garderobe, bitte. Hier liegt offenbar eine Verwechslung vor, aber... Sie haben mich dadurch aus Versehen gerettet. Ja. Ich danke Ihnen vielmals, bitte schön. Ja, so viel war es wieder nicht wert. Ja? Sie wünschen? Ach so. Hier. Pedro! Wie bitte? Sie sind der Polizei entwischt. Ganz im Gegenteil. Ich bin die Polizei. Ich verstehe kein Wort. Sie sind... Kriminalkommissar Peter Hall. Kriminalkommissar? Also, so eine Unverschämtheit. Sie haben mich angelogen und betrogen, sich über mich lustig machen wollen. Das musste leider sein. Was machen Sie denn da? Ich handle gegen jede Dienstvorschrift. Ich weiß es, aber ich bin meiner Sache ganz sicher. Jetzt sehen Sie sich das mal an. Was ist denn das? Das ist ein äußerst raffiniert konstruierter doppelter Boden, in dem Sie höchstpersönlich Rauschgift im Werte von über 100.000 Dollar nach Deutschland geschmuggelt haben. Lassen Sie doch Ihre Späße. Das ist leider die Wahrheit. Ach, das ist unmöglich. Ich habe den Koffer doch von Don Alvarez geschenkt bekommen. Von Don Alvarez? Ja! Jetzt wird mir klar. Sie sind ihm also prompt auf den Leim gegangen. Sie meinen Don Alvarez? Genau das meine ich. Oh, den bringe ich um. Bitte noch nicht. Erst müssen wir etwas mehr über ihn erfahren. Wäre es Ihnen sehr unangenehm, unter dem Schutz der Polizei ans Hotel zu fahren, dann könnte ich Ihnen alles erklären. In der grünen Mina? Habe eigentlich mehr an eine Taxe gedacht. Die Straßen von St. Pauli sind jetzt sehr gefährlich für Sie. Sind Fahrstühle jetzt auch gefährlich für mich? Sie nehmen die Sache nicht ernst genug. Doch, doch, Herr Kriminalkommissar. Alvarez ist zu allem fähig. Sie müssen mir fest versprechen, von sich aus nichts zu unternehmen. Ich habe sonst keine ruhige Minute mehr. Um mich brauchen Sie sich nicht so viel Sorgen zu machen. Und ob ich das muss? Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, um den ich mir wirklich Sorgen mache. Eigentlich sehr nett, wenn sich jemand um einen sorgt. Darf ich jetzt aussteigen? Sind wir denn schon da? Schon eine ganze Weile. Oh, Entschuldigung. Hier wohne ich. Schon? Schade, dass Sie nicht irgendwo im dunklen Wald wohnen. Warum? Weil wir dann einen recht langen Nachhauseweg hätten. Dann könnte ich Ihnen alles sagen, wozu ich in einem Fahrstuhl nicht den Mut finde. Sie sind doch sonst ein ganz mutiger Mensch. Frauen gegenüber leider gar nicht. Besonders, wenn es sich um eine schöne... um eine sehr schöne Frau handelt. Im Korridor haben Sie nicht so viel Hemmungen wie im Fahrstuhl. Nein. Aber ich... Vielen Dank für den Schutz der Polizei. Wann sehe ich Sie wieder? Sobald es Ihre Gangster zulassen. Gute Nacht.
Gute Nacht, Carola. Carola! Freust du dich? Ja, ich freue mich sehr. Aber was macht ihr denn hier? Los Paradisos ist geschlossen. Verriegelt und versiegelt. Von der Polizei. Ja, warum denn? Na, irgendwas mit Rauschgift. Das ist ja entsetzlich. Nur die Kostüme konnten wir retten. Ja, und die Dekorationen. Ja, also was nun? Oh, wir machen uns keine Sorgen. Du wirst schon etwas finden für uns. Habt ihr Geld? Geld? Nein. Das ist alles für die Reise draufgegangen. Deshalb sind wir ja auch in dein Hotel gezogen. Aber ich bin jetzt genauso engagementlos wie ihr. Umso besser. Du wirst schon schnell etwas finden für uns. Hoffentlich. Ich konnte sie nicht länger hinters Licht führen. Ich musste ihnen die Wahrheit sagen. Diese wilde Sexbombe, das waren also Sie? Mhm. Na ja, und die Monokeldame? Auch. Ja, aber die Sekretärin können Sie doch unmöglich auch noch gewesen sein. Hier ist die Sekretärin, meine Tochter Barbara. Ihre Tochter? Ja. Guten Tag. Kommen Sie mal her, liebes Kind. Sie sind also das junge Mädchen, das mein Heinz so liebt. Ich liebe ihn genauso, Frau Schmidt. Sie gefällt mir sehr gut, Ihre Tochter. Ihr Sohn gefällt mir auch sehr gut. Sie nehmen es mir also nicht mehr übel? Im Gegenteil. Sie sollten diese Komödie ruhig noch etwas weiterspielen. Ich habe jetzt andere Sorgen. Sorgen? Meine Kollegen aus Südamerika sind hier angekommen. Sie haben drüben alles verloren. Ich muss für uns alle ein Theater finden. Ein Theater? Na, das ist doch gar kein Problem. Wieso? Mein Mann hat einen Bekannten, der ihm sehr verpflichtet ist. Der ist Theaterdirektor. Der muss Ihnen sein Theater vermieten. Ja, aber das Finanzielle, das... Keine Sorgen, erledigt alles mein Mann. Nein, nein, das geht nicht. Und ob das geht? Hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, ja oder nein? Ein bisschen schon. Na, sehen Sie, da soll er ruhig etwas zahlen. Strafe muss sein. Sie werden Ihr Theater bekommen. Also, passt auf die Einsätze auf und verschleppt die Tempi nicht. Dann kann die Premiere nicht schief gehen. Ruht euch jetzt etwas aus. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Also bis nachher. Und Punkt 7 Uhr muss alles im Theater fallen. Carola, ich bin vollkommen verzweifelt, aber ich kann heute Abend nicht zu Ihrer Premiere kommen. Oh, das tut mir aber leid. Ausgerechnet heute habe ich plötzlich Dienst. Können Sie sich nicht frei machen? Das geht leider nicht. Aber, Carola, ich halte Ihnen beide Daumen, ja? Danke. Und denken Sie an Alvarez. Keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Gabrielo. Schließ die Tür ab. Ja, gerne. Das Teufelchen mit den feindlichen Augen. Sieht aus, als ob sie nicht bis drei zählen könnte. Die Hände sterben mir ab. Wo haben Sie es versteckt? Was? Unschuld vom Lande zieht nicht mehr. Die Ware. Das echte Zeug, das Sie umgetauscht haben. Uns Mehl andrehen wollen, als ob wir Kuchen backen wollten. Das möchtet ihr wohl gern wissen. Rauch mit Händen. Wer hat euch das Zeug nach Hamburg geschafft? Ich. Und was habe ich davon? Für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Also unter Umständen wäre ich bereit, Ihnen eine kleine Beteiligung zukommen zu lassen. Was meinen Sie, Gabrielo? Na ja, als Transportspesen kann man das schon machen. Aber eine kleine natürlich. Ja, natürlich. Was verlangen Sie? 50%. Sie sind ja verrückt. 20. 50. 30. 50. Also meinetwegen. Sie wissen, ich war ja immer wachs in Ihren Händen. Aber jetzt her mit der Ware. Morgen besorge ich sie Ihnen. Kommt nicht in Frage. Hier auf der Stelle. Ich kann nicht. Ich muss ins Theater. Wir haben Premiere. Das ist noch nicht so sicher. Also, gut. Warten Sie draußen. Aber keinen Unsinn machen, verstanden? Wir warten vor der Tür. Hallo? Hallo, Fräulein, hallo! Oh,
Sie haben geläutet. Ich nehme an, dass Sie fertig sind. Ja. Wo ist die Ware? Da. Dann gehen wir. Alles Gute für die Premiere heute Abend. Ist Ihnen nicht gut, gnädige Frau? Doch, doch. Wollen wir jetzt gehen? Hat sie übergeschnappt? Was ist denn da so komisch? Na, gar nichts. Ich bin nur so furchtbar kitzlig. Also, oh. Los, kommen Sie. Hier ist Anton Bertha 4. Sie haben soeben das Boot betreten. Warten Sie dort auf uns. Ja. Ende. So. Erst will ich das Geld sehen, dann liefere ich die Ware. Erst will ich mich überzeugen, dass Ihre Ware so gut wie mein Geld ist. Diese Herren versuchten bereits, mir Mehl zu verkaufen. Aber... Ich habe wenig Sinn für solche Scherze. Also, wird's bald? Nein, erst das Geld. Au! Lassen Sie mich los, das ist Freiheitsberaubung! Sie gemeine, hinterlistige Kerl, Sie... Wo ist die Ware? Na? Im Theater. Bringen Sie mich ins Theater, da gebe ich sie Ihnen. Ich glaube ja kein Wort mehr. Jetzt haben Sie reichlich Zeit, darüber nachzudenken, wo die Ware ist. Jim. Morgen sind wir auf hoher See. Vielleicht hilft das Ihrem Gedächtnis. Sind die Boote der Wasserschutzpolizei in Ihren Positionen? Jawohl, Herr Kommissar. Unsere Leute sind alle eingewiesen? Ja, ja. Ich will keinen Lärm, Wuttke. Wir müssen Sie auf einen Schlag überrumpeln. Ja, und wenn jemand auf Deck Schwierigkeiten keinen macht? Keinen Lärm, Wuttke. Alles andere überlasse ich Ihnen. Verstanden? Das im Hotel hat sie es bestimmt nicht. Wir haben jede Stecknadel umgedreht. Auch die kleinste. Ich fürchte, unsere Gäste werden die Kajüte nicht so schnell wieder verlassen. Was meinst du, Jim? Yes, Sir. Jim hat leider den Schlüssel zur Tür verloren. Endo! Tut mir leid um die schöne Tür, aber sie war dummerweise verschlossen. Noch einen Sherry, Don Alvarez? Sie sind doch... Entlassen, Don Alvarez, ich weiß. Leider kann ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Abführen! Die Leute werden schon unruhig. Ich mache mir ja solche Sorgen. Sie machen sich Sorgen? Ich mache mir Sorgen. Viel länger kann man das Publikum nicht mehr hinhalten. Lassen Sie eine Wache hier. Morgen gucken wir uns das Schiff mal gründlich an. Hm? Werden Sie nichts, Wuttke? Ach, Ratten, Herr Kommissar. Ja, auf Schiffen sind ja immer Ratten. Die zweite Halbzeit des Spiels war schon fast zu Ende. Wir dachten, es passiert überhaupt nichts mehr. Und plötzlich kommt die große Überraschung. Schmielewski bricht aus dem Strafraum raus und ist nicht mehr zu stoppen. Na und, wo war seine Bewachung? Gepennt, wie immer. Na und? Na, alles springt auf und schreit wie verrückt. Hinein, hinein! Da gibt's kein Halten mehr. Was war denn das? Na, Tor! Mensch, mach keinen Blödsinn, da war doch was. Wo wollen Sie denn hin, Fräulein? Ins Theater. Werden Sie mich jetzt endlich ins Theater lassen? Immer mit der Ruhe. Sie sagen also, Sie heißen Carmen Zita Fascinelli. Stimmt. Ja, wer ist denn nun diese Efrosina Fascinelli? Das bin ich auch. Ich denke, Sie sind Carmen Zita. Ja. So, jetzt machen Sie aber einen Punkt. Ich bin beide. Wir sind Zwillinge. Wir sind Rosalie Frascinellis Zwillingstöchter. Das heißt, wie würden er sein, wenn Rosalie Frascinellis Zwillinge gehabt hätte? Ist jetzt alles klar? Und ob... Na also. Herr Kommissar Heil wird sofort hier sein. Na endlich. Sagen Sie ihm sofort, dass Carola Lorm hier ist. Wer ist denn jetzt Carola Lorm? Na, ich natürlich. Peter, ein Glück, dass Sie hier sind. Stellen Sie sich vor, man hat mich verhaftet. Wer ist diese Person?
Sie behauptet, Sie könnten sie identifizieren, Herr Kommissar. Ich? Ich habe sie nie im Leben gesehen. Was? Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Ja, unter uns, ich glaube, die ist hier ein bisschen plemplem. Plemplem? Sie sind plemplem. Sie sind der gemeinste, niederträchtigste Mensch, den ich kenne. So geht's Menschen, die nicht halten, was sie versprochen haben und sich in Dinge einmischen, die sie nichts angehen. Abführen. Na? Geben Sie Gas, Mann, wir haben's eilig. Wohin geht's denn? Ins Gefängnis oder in die Klapsmühle? Ins Theater. Menschen, die sich ein Urteil bilden, ohne die Zusammenhänge zu kennen. Ich habe mich ja so um Sie geängstigt, Carola. Sie hatten mir doch versprochen. Sie kennen meinen Namen? Ihr Gedächtnis muss schlagartig wiedergekehrt sein. Ach, das ist das Theater. Was wollt ihr denn hier auf der Straße? Was denn? Jetzt kommst du? Ja, wie siehst du denn aus? Das ist doch jetzt ganz egal. Ich muss mich beeilen. Nicht mehr nötig. Die Premiere ist abgesagt. Abgesagt? Ein schöner Reinfall. Jetzt können wir einpacken. Nein, wir werden nicht einpacken. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann ist eben morgen Premiere. We'll be right back.
Dr. Marich. Ist meine Tochter nicht fabelhaft? Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Nein, nein, großartig. Ja. Ich bin begeistert. Ein einmaliges Talent. Ja, aber dieses Talent, von wem hat sie das? Von mir natürlich. Natürlich. Von Ihrem Papa. Ich habe dich schon überall im Theater gesucht. Hallo, hallo. Heinz, wie kommst du dazu, meine Sekretärin zu duzen? Ich habe nicht deine Sekretärin geduzt, sondern meine zukünftige Frau. Was? Sie haben mir doch versprochen, dass ich mir wünschen darf, was ich will. Und ich wünsche mir Heinz. Ach, naja, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Denn Karl Schmidt hat sein Wort noch immer gehalten. Heinz! Nein, 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 lieber nicht. Man weiß nämlich nie, wer plötzlich in der Tür steht. Ich? Mami! Eben hat Papa Schmidt seine Einwilligung gegeben. So? Hallo, hallo, hallo. Sagen Sie mal, haben Sie eben, ich meine, hast du eben Mami gesagt? Ja. Ja, ich bin die Mutter. Ja. Moment mal, du bist die Mutter von Heinz? Aber nein, die Mutter von Barbara. Wie ist denn das möglich? Ich bin die Hupfdolle. Dann werde ich langsam wahnsinnig. Sag mal, warum hast du mir denn nicht gesagt, dass deine Hupfdolle, dass sie Braut deiner Hupfdolle, Entschuldigung, dass sie ein so bezaubernder Revue-Star ist? Also wenn ich nur wüsste, wie ich das jetzt alles meiner Frau erklären soll. Nicht nötig. Carola hat mich schon aufgeklärt. Hisschen. Ja, aber sag einmal, wo ist denn eigentlich dein Zwilling? Also nun jetzt. Oh ja. Entschuldigung, ich glaube, ich war ein furchtbarer Esel, findest du nicht auch? Ja, das Schlimme ist, dass man sich an manche Esel so sehr gewöhnt, dass man schlecht ohne sie leben kann. Hm. Entschuldigung. Aber das eine sage ich Ihnen. Sei lieb zu meinem Kind, sonst... Hallo, was ist denn? Bei mir, jeden Morgen um 4 und das
morgens um vier, will noch keiner nach Haus gehen. Heute Nacht, morgen Nacht, jede Nacht ist bei mir lange Nacht, eine Party bei mir. Bis morgens um vier, mit Gesang und Klavier, was ist schöner als ausgehen. Hans trinkt Gin, weil es ihm schmeckt, wo vergisst inzwischen meine Blumen mit Sekt. Eine Party bei mir, jedes morgens um vier. Und bei Tanz und Gesang, da wird auch die längste Nacht nicht lang. Unbedingt sprechen. Wir haben nichts mehr miteinander zu besprechen. Oh doch. Frau Lorm, Sie müssen sich verbeugen. Schnell. Lassen Sie mich los. Um nichts in der Welt. Sie sollen mich loslassen. Fällt Ihnen ein auf? Oh, wie wir meinen Star kidnappen. Guten Abend, Buchner. Guten Abend, Herr Kommissar. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, nicht nötig, Buchner. Wenn ich Sie jetzt nicht bin hier, dann schaffe ich es nie. Sie müssen sich verbeugen, Frau Lorm. Ich kann doch nicht. Sie sollen mir sofort die Schlüssel hergeben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Geben Sie mir den Schlüssel, ja oder nein? Nein. Ich hasse Sie von ganzem Herzen. Wenn du den Schlüssel noch haben willst, jetzt kannst du ihn haben. Ich habe ihn schon. Hm?